Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tutorials. Ja, manche werden es mal wieder heiß erwartet haben. Es kommt ja nicht so oft, ist aber auch klar, hat ja auch immer ein bisschen Zeit, beziehungsweise braucht ja immer seine Zeit, muss ja auch immer vorbereitet werden und so weiter. Ja, im Hintergrund wieder Johnny the Banana. Halli, Hallöchen. Und heute geht es, wie auch schon im Titel zu sehen ist, um den Oil Fabricator. Und ja, da steht er. Und so sieht das aus, wenn man sich das zum Beispiel so macht, wie ich das gerne tue. Wir haben hier schon 15 von dem Öl drin. Und das ist ja an sich, worum sich dieses Video dreht. Einmal, das Ganze ist vom Mod oder von der Mod Mindfactory Reloaded oder ganz kurz MFR. So, wenn wir das Ganze bauen, ganz simpel, ich will es jetzt mal nicht erklären. Das könnt ihr dann selber gucken, ihr habt ja alle wahrscheinlich Not Enough Items oder so. Ihr setzt den erstmal irgendwo hin. So, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir produzieren Öl, was wir ja brauchen für viele Buildcraft-Gerätschaften und manche Mindfactory-Reloaded-Geräte. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen, indem wir aus Strom Öl produzieren. Und zwar geht's oder handelt es sich hier um beide. Das gucken wir gleich mal. Also, ich nehme jetzt mal eben ganz schnell eine, wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich nehme eine Medium Voltage Solar Array. Wir schalten die mal ran. So, jetzt sehen wir hier, nach kurzer Zeit kommt auch Strom dazu. So, also es wird angenommen, das hier, das ist IC2 Strom, also EU. Und es wird angenommen, Minecraft Joule von Buildcraft oder... Ja, zum Beispiel hier, das mal eben, also von Buildcraft oder von Thermal Expansion oder sogar von, wenn ich es hier mal sehe, von nichts. Okay, wenn es mal aufhören würde zu laggen, wir sehen, wir haben hier schon 41 Millibuckets Öl drin. 1000 Millibuckets ist ein Eimer, das sollte eigentlich jedem klar sein. Also wenn das voll ist hier mit 1000 Millibuckets, dann haben wir einen Eimer Öl. Also das Ganze ist schon ganz schön heftig, sagen wir mal so. Man braucht schon ganz schön viel Strom und nur um Öl herzustellen. Ich bin etwas verwirrt, das wäre dann wahrscheinlich nur dann sehr schlau, wenn man Benzin machen möchte. Und kein Öl mehr findet in der Map und sonst irgendwie, was weiß ich, wie weit reisen müsste. Da müsste man schon ein bisschen mehr Strom aufwenden können. Zum Beispiel hier in dem Fall, ich mach das jetzt mal. Oder komm, wir hauen jetzt mal auf den Putz. Wir sagen, ich zock schon seit 2000 Folgen das Modpack und ich habe mir schon 3 High Voltage Solar Arrays gebaut. Und schon sehen wir, es geht ein bisschen besser. So, mit 3 Solar Arrays sollte das innerhalb einer halben Minute geschafft sein. Dann haben wir einen Eimer Öl. So, das Öl kommt automatisch rausgepumpt, wenn wir hier zum Beispiel einen Waterproof Pipe ran tun von Buildcraft und dann am besten Tank. Ich mache das jetzt einfach mal mit einem Iron Tank. Wenn ihr Ticket Light zockt, dann habt ihr das da nicht drin. Bei FTB sollte das aber enthalten sein. Ah, jetzt habe ich was falsch gemacht. Das muss ein tiefer. Das Ganze hier kennt ihr vielleicht aus dem Minecraft Mega Projekt oder so, keine Ahnung. Wenn ihr unser Modpack zockt, dann habt ihr das auf jeden Fall. Wollte ich eh gerade schon fragen, ob du nicht mal irgendwie was zum Iron Tank machen kannst. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, nee, hatte ich noch nicht. Das könnte ich auch mal machen, ja. Gute Idee. So, dann hätte ich jetzt mal ganz kurz einen kleinen gemacht hier und dann kommt das ganze Öl hier rein. Und wie man sieht, haben wir jetzt hier auch schon einen ganzen Eimer Öl, den wir uns jetzt zum Beispiel nehmen könnten. Dummerweise ist hier jetzt ein Lava-Eimer. Ich leere den mal ganz kurz aus. Ich will mir nämlich jetzt keinen neuen cheaten müssen. Das dauert mir einfach zu lang. So, und Öl. So, so schön kann es sein. Und wir haben einen Eimer Öl. Ja, mit dem könnt ihr dann selber machen, was ihr wollt. Dumm wäre es natürlich, das jetzt in einem Verbrennungsmotor wieder Strom zu machen. Da würde man einen riesen Verlust machen. Also lasst es lieber. Macht das lieber zu Benzin oder was auch immer man damit machen möchte. Nur kein Strom. Das wäre irgendwie dumm. Mit Strom Öl herzustellen, nur um diesen dann wieder zu Strom zu machen.
Erinnert mich an Frankreich. Entschuldigung. Ja, das kann sein. Oh. Gut, das war das Tutorial-Video zu dem Fabricator. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr selber Vorschläge habt für Tutorials oder Wünsche für Tutorials, dann bitte nicht in die Kommentare schreiben, sondern auf unserer Homepage. Die Seite ist ganz oben oder fast ganz oben in der Videobeschreibung. Da geht ihr rauf, macht einen Kommentar, schreibt vielleicht nochmal euren YouTube-Kanal rein oder was weiß ich, keine Ahnung. Und dann, ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr dann gerne stellen und so weiter und so fort. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.